So, weiter geht's mit Eastward. Und wir werden jetzt nach Hause gehen. Und hoffentlich für Sam etwas kochen. Denn ich mag das gar nicht, wenn die Kleine hungrig ist. Das bricht mir das Herz. Aber wir werden sehen. Wir werden ein paar leckere Sandroops zubereiten. Ja, wir sprechen vorher noch mit den Leuten, ne? Was denn? He's going to achieve great things one day, unlike you. Warum ist sie denn so garstig? La 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 la. What? I was singing. Was I really? Okay. Ich frag mich, wer da vergraben ist, neben meinem Trailer. You're so persistent. Oh dear, what should I do? What? Sam needs to go to school? Oh, so that's why you're here. You need to listen to your teachers at school, Sam. I may look young, but I'm a teacher. Look at you all covered in dirt. Don't tell me you dug yourself up some treasure again, did you? War nicht wirklich. Ich musste nur gegen ekelhafte Schnecken kämpfen. Ja. Save. Und nun wird es Zeit für eine kleine Zwischensequenz. Dinner, Dinner, Dinner! What's for dinner tonight, huh, John? Is it Sanroop? Tell me we're gonna eat the Sanroop, huh, John? Wieso ist sie denn so heiß auf die Sanroop? Sanroop, Sandy Roop, Droop die Droop. In Potcrock Isle you grow fruit in a coop. Guck. Ah, man kann. Ah, oh wow. Ich würde dir ja auch gerne eigentlich den Hotdog geben, aber. Wow. Oh Mann, das ist aber echt traurig, wenn ich jetzt nur die hier kochen kann. Oh, what? Oh mein Gott. Oh, ich muss drücken? Okay, das ist scheiße. Ich. Fuck. Ist das cute, ey. Sandroop Pasta. Lecker. Chef in Training, ja. True Dad. True Dad. I get to go to school tomorrow. Carota said that at school there's big courtyard. But there's nothing blue there, John. And nothing green there either. The mayor said all that stuff is fake. But John, I know it's real. I saw it, John. Oh, ich werde dich nach oben bringen, Sam. Ach so, das haben die jetzt gegessen, oder was? Na, meinetwegen. Oder es gibt ein Monster, was all meine Sachen aus dem Backpack täglich rausnimmt. Könnte natürlich auch sein. Ah, Coming Up for Air. Wow, das war der Prolog. Stimmt ja. Da war ja was. Oh, sie sieht nicht glücklich aus, jetzt schon. John, wake up, John. Wie? Er muss im Stehen schlafen? I have to go to school today. Zähne putzen. Erstmal ein Ei legen. Hurry, John. Today I get to go to school with Carota and the others. I wait for you at the door.
Er macht das ja schon alles von alleine. Podcrock Eye, already alert. Alert. Oh oh. Ja, können wir bitte mal kurz uns diesen Alarm anschauen? War ja klar. So, wir gehen zur Schule. Finally, that child of mine is off at school. My darling, wait for me. School? Up the stairs and straight ahead, obviously. The way I see it, you're the one who needs some proper schooling. Das ist so eine Karen. Ohne Mist, ey. Thanks waiting up there at the intersection. He's definitely plotting something. No way I'm gonna let him see me. Ich spreche mit allen Leuten jedes Mal auf neue. Don't you remember, John? You and me? We were in the same class back in school. Und schau, was aus uns geworden ist. Nichts. Nein, Schule ist cool. Ich mochte Schule. What's taking that twerp so long, huh? I've got my prank set up and everything. Have you had your breakfast, little Sam? Breakfast is the most important meal of the day, you know? Und ich esse selbst nie Frühstück. Ich kann morgens nicht viel essen oder generell. Das ist einfach kein Hunger, so früh. What? Okay. Annoying Brad. Warum ist er denn so? You there, stop right there. I'm new here. Today's my first day. Your first day? At my school? And who, may I ask, said you could attend my school? Yesterday. Silence! Those without a reference letter aren't allowed in my school. Ich muss zum Mayor. Shouldn't you be off at school, Sam? Reference letter? Could you forget something like that, huh? Go on ahead, then Mayor should be up by now. But watch yourself, that man's a testy as a tart in the morning. Not that he's any better in the afternoon. Captain Tiger! Tiger! The Mayor don't like to be bothered. I'd make myself scarce if I was... das ist letztes Mal auch schon gesagt. Da ist eine Kiste. Wie komme ich da hin? Wir kümmern uns erst um die Kiste. Ich habe schon eine Idee. Ja, Tokens! Ich kann endlich diese Slot-Maschine benutzen. Das ist schließlich das Wichtigste. Glücksspiel. Stop right there! We came to get a reference letter from the mayor. Reference letter, huh? Then I suppose it's fine. Sind die denn alle so? Mein Gott. Sie ist so süß. Holy cow, this house is huge. The mayor must be super rich. Who's there? Oh, it's John. How did you two get in? School? When did I ever say anything about going to school? Yesterday, at the dig site. A derelict child like you has no place in school. You must be mistaken. You wanted to see us, Mr. Mayor? Oh, little Sammy, what are you still doing here? Shouldn't you be at school? Don't tell me. You're playing hooky, aren't ya? Didn't you promise you were gonna listen to your teacher? Ain't no good to be breaking promises now. Truer words have never been spoken, my man. Those who break their word aren't sent hot skipping straight to old Charon. Ain't that right, Mr. Mayor? yes, of course.
You should always keep your word. Run along to school now, you adorable little jackanape. Jackanape? Okay. But I need a reference letter. Right, right, here you are. Don't lose it, or else you won't be able to get in. Yeah, Sam, let's go! Für Sam nur das Beste. Imbeciles, blockheads, good for nothings! No one, and I repeat, no one is allowed to enter without my permission. Out of my sight. Damn, glad I'm not in there. But sometimes I wonder just what it is I'm protecting. Yeah. In dieser Einöde. Wie alt ist der Mayor? Ha, what a loser, just like your old man. Loser. Oh, loser. Das ist nicht gut. Das habe ich nie verstanden an der Schule. Was manche Kids so böse sind. Und irgendwie, ja, keine Ahnung, so fies zu anderen. Mich hat das zwar nie betroffen, aber irgendwie. Ich bin eh nicht der Typ, der nach Problemen irgendwie Ausschau hält. Aber. Die wollen einfach immer nur ihre eigenen, wie soll ich sagen, eigenen Missstände wollen sie dann auf andere irgendwie auslassen und ja. Ich glaube, es ist nicht so einfach, wenn man irgendwie selbst mit sich nicht zufrieden ist. Aber dann das an andere auszulassen, ist halt auch mega wack. Also, keine Ahnung. Exactly, and then he'll never come back, hahaha. Stop that! Here comes another one, Grannis. It's that kid John picked up from off the street. No one wants her. What a weirdo. And look at that hair. Why is it all white? Hahaha. Just like an old hag. Old hag, old hag. You shouldn't bully people. Ich gehöre immer zu den cool Kids. Yeah, what you gonna do about it, huh? Grannis' uncle is the mayor. Kling. The mayor. Don't tell me you want to go to the surface in this place, do ya? Maybe I do. Oh, was mit ihr los? There's nothing scary up there. In fact, it's beautiful there. Clear blue skies, green grass. Who are you? You'll find out one day. Go now, your destiny waits. Gruselig! Sammy ist doch nicht so ein normal Kid. Who do you think you are, huh? Talking to me like that. You're nothing but a street rat. Street rat! Hey, listen up, Grannis is talking to you. What'd you say? Whatever, let's get out of here. Ich möchte das Kind aber auch nicht in meiner Gruppe haben, also. Ich bin noch kein Aufpasser hier. Für Kids. You're not scared of them? I thought I told you, without a reference letter, you can't. Gott, Junge. One reference letter, as requested. Not sure how you got this, but I suppose it will do. Better be smart, young lady, and don't cause me any trouble. Yeah, I'm going to school, John. Okay. A fight? Oh, you mean the mayor's niece. That girl's as sharp as a tack, you know. Best student in the school. It must be that other child's fault. William's son, I'm sure of it. William? Those three, they're terrifying. Was machen wir denn? Wir müssen zur Arbeit wahrscheinlich, ne? Wir gehen zur Arbeit, wir gehen zur Arbeit.
Ich kann nicht widerstehen. Was habe ich bekommen? Dune Worm. Apropos, läuft zurzeit im Kino, ne? Okay. Noch ein. Oh, so Collectibles, ne? Das wird mich wahrscheinlich auch ziemlich viel Zeit kosten, alles zu bekommen. Man muss gedrückt halten. Komm, gib mir was Neues. Oh, Dark Knight, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Ich brauch die richtig seltenen Sachen. Okay. Hello. Morning, John. Off again today, huh? Wish I was in your shoes. Jedoch gerade zur Arbeit. Muss ich nicht arbeiten? Sieht nicht so aus. Okay, dann was machen wir denn dann? Mir wurde nichts gesagt, was ich machen soll. Ja, dann schauen wir uns einfach mal um. Was war hier nochmal? Ach so, hier war so eine Abkürzung, ne? Das sieht natürlich auch hier sehr gruselig aus. Nicht sehr einladend. Quatschen wir einfach mal mit dir nochmal. Ja. Okay. Ich hab's verstanden. Hier sein? Nee. Was machen wir denn jetzt? Da geht's zum Meer. Gehen wir zur Farm? Was ist meine Quest? Vielleicht muss ich auch einfach in die Schule sein? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, hier. That crazy about work, huh? Ach so, that crazy about work, huh? How about it then? Try your hand at some good old-fashioned ranch work. Sure. Well, look what we have here, a new face. Welcome to the Sunnyside Ranch. Pretty hot here, don't you think? That's cause this year's farm's right next to the ancient ruins. People say they're full of blizzard hot steam. Youch! Not that you care, huh? Nah, you are here for the real star of the show. The heart and soul of our ranch. Pot crabs! Okay. What? Something wrong with their shells? Ha, those ain't shells. Those are pots. Get it? Pot crab. That's the key. We plant seeds for sand roofs inside the pots. Then we put the pots on top of the crabs. This makes the little sucker run around like crazy. The faster they run, the bigger the little seeds grow. What? And once our 10-leg friends can run no more. Oh my god. Well, that's when you know the sand roof's ready. It may not look it, but this fruit's something else when it comes to sheer poundage. So especially that one there. Only our strongest leg crabs can grow them red-leaved ones. Okay. After all said and done, we plunk the fruity tooties down in that barrel hole. Okay. And that's a wrap. Time to call it a day, boys. What happens to the pot crabs? Well, probably best you don't know. Whoa!
steht, nicht sehr gut darin. Oh shit. What? Was? Achso, ich muss auch zielen, ne? Oh mein Gott, bin ich schlecht. Ich will die rote haben. Oh mein Gott. Du blödes Viech! Nein! Blödes Krabbenviech. Oh mein Gott. Yeah. Ja, das wird kein Highscore hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Don't let it get you down. You did pretty good for a newbie, you know? Okay. Are you talking about big eyes? Is that infamous fantasist, you know? I heard it from my mom. He claimed he'd been to the surface. He wanted everyone to move there with him. So the mayor sent him to Charon. Anyway, probably best not to associate with him. God. Give it back. Please. I didn't do nothing wrong. He really went in there. Where is it? Where's my coin? He's in trouble now. That's so mean. Stay out of it. They just bully you too. Yeah, just pretend you didn't see anything. Oh nö. Sammy weiß es besser. Gehen wir zur School jetzt? Oh, ich kann tatsächlich rein. Schauen wir uns jetzt erstmal hier um. Oh, Schlüssel. Interessant. Ich gucke mir natürlich erstmal alles andere an, bevor ich da jetzt hingehe. Hello. 12, 13. I won. Oh man, wrong again. You only snored 11 times yesterday. Did we win? That means we get to eat his lunchbox now, right? Hey, you cheated! That's not fair! We didn't say cheating wasn't allowed. Each of us gets half, yeah! Okay. Cool Spiel, Leute. Weg hier! I wouldn't get involved if I were you. You go up against the no-go trio and you'll live to regret it. He shouldn't have done that. He's brought quite the terrible fate upon himself. I don't see anything funny about this. Erstmal gehen wir hier rein. Nichts Besonderes hier. Es ist einfach eine Schule. Was erwarte ich hier eigentlich? Oh, Loot. Yeah. Come get some. Oh, oh. You again, huh? Whatever, he's the one who wanted to go in there. Let's go. Ja, aber irgendwie
Irgendwie trauen sie sich auch nicht wirklich, gegen Sam aufzumucken. John, what are you doing here? It doesn't matter, we've got to help Daniel. You serious? You're actually going in there? They say a fire-breathing iron dragon lives beneath there. You should probably be careful. Erstmal gehen wir hier rein. Ich muss auch nicht wirklich auf Toilette. Oh oh. What the? Oh wow. Okay, das sieht wirklich nicht sehr einladend aus, muss ich sagen. Oder? Okay. Schnecken. I love them slugs. Hey? Okay. Ja, aber deine Donnershock-Attacke. Okay. Vorsichtig. Oh! What? Okay, ein Herzchen. Die wachsen nach. Ja. Komm. Ich bin ein Genie. Gedacht. Ja, mach mal hier. Oh, ich weiß nicht, wo lang. Ich weiß nicht, wo lang. Das muss ich ausmachen. Das heißt, ich gehe erstmal nach unten. Okay. Got it. I got it. Blöden Viecher! What? Ja, das Gute ist, dass die auch Herzchen geben, also das macht die Sache natürlich sehr viel einfacher. Da kann ich nicht runter, da ist eine Batterie. Wo muss ich die hinpacken? Ich kann mir fast vorstellen, dass das hier ist. Was ist das hier? Oh, Herzcontainer. Also ein Herzteil sozusagen. I see, I see. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das einfach davor schieben und dann. Ich bin so klug. Okay, guys, bleibt locker. Shit, ich muss gleich Pause machen. Ich glaube, ich mache hier kurz Pause, weil es gerade so spannend wird und dann müsst ihr beim nächsten Teil auch einschalten. Also, sehen wir uns das nächste Mal wieder, ne? Bye, bye!